Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist Sommer, es ist knüppelheiß und ich habe mal wieder ein Produkt im Test, was zu groß ist, um es aufrecht hinzustellen. Und zwar habe ich heute für euch den Jive Flowmate Tower One im Test. Wir haben hier einen Turmventilator, der in dem Sinne keine Rotorblätter hat. Das ist alles hier im unteren Körper verbaut und die Luft wird hier oben rausgeströmt. Und was das Gerät im Test so geleistet hat, das erzähle ich euch jetzt. Als allererstes möchte ich mich recht herzlich beim Hersteller Jive bedanken. Die haben mir nämlich freundlicherweise den Ventilator zum Test zur Verfügung gestellt. Ja, was erwartet euch in dem heutigen Video? Wir starten wie immer gleich zu Beginn mit den technischen Daten. Dann werden wir uns das Gerät etwas genauer im Detail anschauen. Ich werde auch ein bisschen auf meine Erfahrungen eingehen. Dann kann man das Gerät natürlich auch smart mit einer App steuern. Auch darauf möchte ich kurz eingehen und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit. Starten wir zu Beginn mit den technischen Daten des Jive Flowmate Tower One. Er hat einen Preis von 169,99 Euro. Die Maße betragen 20,5 x 20,5 x 105 cm. Das Ganze bei einem Gewicht von 4,45 kg. Das Besondere an dem Turmventilator ist, dass er zusätzlich die Luft reinigt. Verbaut ist ein HEPA 12 Filter. Gesteuert werden kann er entweder manuell am Gerät, per Fernbedienung oder per App. Auch eine Sprachsteuerung mit Alexa ist möglich. Er kann in 6 unterschiedlichen Modi bzw. 9 Stärkestufen eingestellt werden. Eine Oszillation ist mit 80 Grad möglich. Es gibt ihn übrigens in den Farben Rot, Weiß und Schwarz. Werfen wir an dieser Stelle einen kurzen Blick auf das mitgelieferte Zubehör. Mit dabei ist wie immer eine kurze Bedienungsanleitung. Die ist auch wirklich sehr informativ und hilfreich, einfach weil ich auch ein paar Sachen selbst nachgeschlagen habe. Zum Beispiel, wie man hier mit dem Touch-Display umgeht, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Ansonsten ist auch im Lieferumfang noch eine kleine Fernbedienung enthalten. Die ist in so einem matten Weiß gehalten, die finde ich sehr hochwertig, gefällt mir wirklich gut. Damit könnt ihr den Ventilator auch umfänglich steuern. Ansonsten haben wir auch noch separat im Lieferzubehör den Filter mit enthalten, den zeige ich euch aber gleich. Wie gesagt, das Gerät selbst wird aufrecht stehend genutzt. Um es euch nochmal in der kompletten Größe zu zeigen, 1,5 Meter ist er hoch. Hier oben, das ist einfach nur so ein Kunststoffrahmen, der die beiden, ich sag mal, Türme zusammenhält. Ist hier oben halt jetzt eben aus dem Bild raus. Ihr habt hier vorne die Luftauslässe, die euch den Windstrom halt zupusten. Das Gerät selbst kann in einem Winkel von 80 Grad oszillieren. Auf der Vorderseite haben wir ein Display, über das das ganze Gerät eingeschaltet werden kann. Hier unten auf der Unterseite haben wir den Fuß, der sich drehen lässt. Wie gesagt, 80 Grad. Und auf der Rückseite, jetzt haben wir es angeschaltet, haben wir einmal das Stromkabel. Ich mache ihn nochmal aus. So. Haben wir einmal das Stromkabel. Das ist mit so einem kleinen Haken hier versehen, dass man das nicht versehentlich abziehen kann. Dazu muss man das drehen. Ne? So. Und dann kann man es abziehen. Ja, der gute Vorführeffekt. Aber Sinn und Zweck ist es ja, dass es eben nicht abgezogen werden kann. So. Hier seht ihr es, das ist mit so einem kleinen Drehwiderhaken, sagt man, versehen, reindrehen, umdrehen und dann ist das Ganze so, dass es nicht rausrutschen kann. Hier können wir auf der Rückseite draufdrücken, das ist magnetisch, könnt ihr entfernen und dann haben wir hier den HEPA 12 Filter, sodass auch noch die Luft gereinigt wird. Die Luft wird hier auf der Unterseite angesogen und gereinigt. Das heißt, ihr könnt auch kleinere Partikel aus der Luft herausfiltern und dann bekommt ihr hier oben gereinigte Luft raus. Wie gesagt, ich selbst bin kein Allergiker, deswegen kann ich nicht wirklich sagen, ob da was passiert. Ich kann jetzt keine extreme Verbesserung der Luft feststellen, aber es ist besser als gar nichts und deswegen bin ich froh, es da auf jeden Fall mit verbaut zu haben. Die Klappe kommt wieder drauf und das sind eigentlich auch schon hier so die Eindrücke von dem Gerät selbst. Widmen wir uns an der Stelle mal kurz der Steuerung. Ihr habt gesehen, das Display schaltet sich immer nach ein paar Sekunden automatisch aus. Es kann bedient werden, entweder direkt am Gerät, über die mitgelieferte Fernbedienung oder per App. Eingeschaltet wird es einfach mit einem Tastendruck.
Es ist so eingestellt momentan, das ist eine Automation in der App selbst, dass wenn es eingeschaltet wird, automatisch die Rotation beginnt. Die schalte ich jetzt an der Stelle aber mal kurz aus. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit einem weiteren Tipp die Stärke zu verändern, bis ganz nach oben. 9 ist die höchste Stufe, da kommt auch recht ordentlich Luft raus und dann fängt es wieder bei der kleinsten Stufe an. Selbst auf der kleinsten Stufe ist das Gerät leider nicht unhörbar. Man hört einfach die Strömungsgeräusche der Luft und jetzt kommt so ein ganz leichter Luftstrom hier raus. Aber man hört, es ist so ein ganz, ganz leichtes Surren. Genau, so viel zur Lautstärke. Wenn ihr das Display gedrückt haltet und zweimal piepst, dann schaltet sich das Gerät aus. Und wenn ihr das noch länger halten würdet und es dreimal piepst, dann könnt ihr das Gerät mit eurem WLAN verbinden. Das habe ich schon gemacht, deswegen zeige ich es euch an der Stelle natürlich nicht. Mit der Fernbedienung habt ihr genau die ähnlichen Funktionen. Ihr könnt hier das Gerät einmal einschalten. Wie gesagt, es startet wieder und fängt direkt an, sich zu drehen. Wie gesagt, zeige ich euch gleich in der App, wie ihr das Ganze einstellen könnt. Über die Plus- und Minus-Taste könnt ihr das Ganze natürlich hoch und runter regeln. Hier unten habt ihr eine Sleep-Taste, das ist quasi die leiseste Stufe. Hier oben habt ihr eine High-Taste, das ist die höchste Stufe, quasi 9. Ihr habt eine Timer-Funktion auf der einen Seite. Dazu lasse ich gerade das Gerät erstmal wieder zurück rotieren. Hier auf der Seite könnt ihr die Rotation auch einfach beenden. Und hier die Timer-Funktion durch mehrmaliges Drücken könnt ihr das Ganze hochtimen bis 8 Stunden. Und dann springt es wieder zurück auf den Start. Genau dasselbe könnt ihr natürlich auch per Sprache machen, anschalten, ausschalten und steuern. So viel erstmal dazu. Ich würde sagen, wir werfen jetzt mal einen Blick in die App. Werfen wir an dieser Stelle noch mal einen ganz kurzen Blick in die App. Da möchte ich einen ganz kurzen Exkurs mit euch machen. Ich selbst nutze jetzt für den Jive-Ventilator die SmartLife-App. Jives eigene App baut auf demselben System auf. SmartLife bzw. Tuya bietet vielen Herstellern deren App als Plattform an. Für mich als Nutzer ist es aber einfacher, den Ventilator in die, ich sag mal, übergeordnete App zu integrieren. Darüber habt ihr einfach genau dieselben Funktionen und auch das Design ist absolut identisch. Ihr seht es auf der Startseite, ist der Jive-Ventilator hier eingebunden. Den könnt ihr hier einfach auswählen und starten. Seht jetzt hier auf der Startseite die Funktion. Ihr könnt ihn hierüber einfach einschalten. Er fängt wieder an, sich zu drehen. Ihr könnt den Sleep-Modus ausschalten. Ihr könnt hier die Windgeschwindigkeit auch einstellen. Ihr seht es am Gerät, das justiert sich automatisch. Ihr hört auch immer einen Bestätigungston, den könnt ihr hier auch einfach ausschalten. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier den Countdown bis zu 8 Stunden einzustellen, so wie wir das vorhin auch schon manuell am Gerät gesehen haben. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, den Fresh Mode mit einzustellen, den gibt es hier auf der Fernbedienung nicht. Und was natürlich jetzt hier noch interessant ist, sind die Möglichkeiten oder ist die Möglichkeit, eine Automation einzustellen. Hier sehen wir aber erstmal nur die Möglichkeiten, das Gerät mit Alexa oder dem Google Assistant zu verbinden. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist auch ohne Probleme möglich. Aber wenn ihr jetzt hier auf die Startseite geht und auf den Reiter Smart tippt, dann auf Automation geht, dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, bearbeite den Jive-Ventilator. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, dann soll automatisch die Oszillationsfunktion starten. Wenn das so nicht gemacht ist, dann startet einfach immer der Ventilator manuell und hat quasi nur eine Richtung. Das ist jetzt so ein kleines Gimmick, was man halt zum Beispiel auch mit der Automation hier starten kann. Einfach, dass ihr das mal gesehen habt. Ansonsten ja, war es das eigentlich an Funktionen? Ihr habt eine Menge Möglichkeiten, auch die Sprachsteuerung mit Alexa ist wie gesagt möglich. Von daher sind hier eigentlich überhaupt keine Wünsche offen und ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Mein Fazit zum Jive FlowMate Tower One ist wirklich positiv.
Wir haben ein sehr, sehr multifunktionales Gerät für einen Preis von 170 Euro etwa. Klar, 170 Euro für einen Ventilator klingt erstmal nach einer Menge Geld, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch noch einen Luftreiniger integriert haben mit einem HEPA 12 Filter. Wir haben ein sehr stylisches Design, wir haben eine zusätzliche Fernbedienung, wir können den Ventilator smart steuern. Die Verarbeitungsqualität ist wirklich solide und in Ordnung. Klar, der ein oder andere denkt natürlich bei dem Design direkt an einen Dyson-Ventilator. Auch die haben eine luftreinigende Funktion mit an Bord. Allerdings muss man da natürlich auch einfach im Hinterkopf haben, dass man da ohne Probleme das Doppelte, das Dreifache oder teilweise sogar das Vierfache an Geld los ist. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch einfach kein fairer Vergleich. Wie gesagt, per Fernbedienung könnt ihr das Gerät steuern. Ihr habt hier auf der Vorderseite ein Touch-Display. Da bekommt ihr auch die aktuellen Werte angezeigt. Ihr könnt den Ventilator auch über die App steuern. Ihr könnt in der App verschiedene, Routinen einstellen. So nach dem Motto, er soll starten, wenn die Temperatur über einem bestimmten Wert ist. Also hier habt ihr wirklich viele, viele Möglichkeiten, was das Ganze zu einem rundum soliden Paket anwachsen lässt. Wenn ich irgendeinen Punkt heraussuchen müsste, den ich zu kritisieren habe, dann wäre es vielleicht, dass in der leisesten Stufe er immer noch hörbar ist. Einige haben vielleicht das Video von dem Mi Fan 2S vor ein paar Wochen gesehen. Auf den sehr leisen Stufen ist er wirklich teilweise unhörbar, aber dort hat es ja auch einige Kritikpunkte, zum Beispiel, dass keine Fernbedienung dabei ist. Und er hat natürlich auch keine luftreinigende Funktion, sodass die Luft da irgendwo durchgesaugt werden muss. Ja, so viel zum Jive Flowmate Tower One. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch einen guten Eindruck zu dem Gerät geben. Mich würde mal interessieren, was für Fans seid ihr denn? Seid ihr eher so die Leute, die so ein stylisches Design wie hier das bevorzugen oder eher so einen klassischen Ventilator wie den von Xiaomi oder halt die ganz typischen normalen Ventilatoren? Hinterlasst mir das doch mal unten in der Kommentarspalte oder in der Kommentarzeile. Ansonsten, wenn ihr euch mit anderen Leuten austauschen wollt, dann besucht uns doch mal in unserer Facebook-Gruppe. Da sind auch schon einige Leute drin. Wir bemühen uns dort, euch weiterzuhelfen, aber auch die Community selbst tauscht sich dort aus. Wir behandeln dort die Themen Ventilatoren, Luftreiniger und auch mobile Klimageräte. Das ist ja auch ein Thema, was ich hier auf dem Kanal jetzt vor allem auch im Sommer stärker behandeln möchte. Dementsprechend schaut doch da mal vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch. Damit tut ihr mir einen riesengroßen Gefallen. Es freut mich und es unterstützt natürlich den Kanal. Denkt dann daran, unten die kleine Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.